macht sich vor Angst in die Hose. Das garantiere ich. Jetzt bei RFH aktuell am Samstag. Das sind unsere Themen heute. Das etwas andere Begrüßungsgeschenk. Eine Jahreskarte des Wernigeröder Bürgerparks. Der Tierschutzpreis 2018 ging auch in den Harz. Landhof Klamroth in Westerhausen freut sich über Platz 2. Käffchen und geschichtlicher Plausch mit einer Führung durch das zukünftige Kaffeemuseum. Nachwuchs für ein Technikstudium. Hochschule Harz geht mit Partnern neue Wege. Hausbau auf einem Friedhof in Halberstadt? Das Neubaugebiet Sonntagsfeld hat mehr zu bieten als gedacht. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Im vergangenen Spiel gegen Neugersdorf stand nach 90 Minuten kein Sieger fest und beide Mannschaften konnten sich nur einen Zähler gutschreiben. Damit haben die Halberstädter 14 Punkte und stehen weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld und somit nah am Tabellenkeller. Am kommenden Sonntag heißt es wieder Heimspiel für unseren VfB Germania. Mit ZFC Meusewitz kommt ein Gegner aus dem besagten Tabellenkeller. Eine machbare, aber trotzdem nicht zu unterschätzende Aufgabe. Um die 3 Punkte hier in der Domstadt zu behalten, braucht der VfB Germania die Unterstützung ihrer Fans. Anpfiff ist am Sonntag, dem 28.10. um 13.30 Uhr im Friedensstadion. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Nachwuchs für ein Technikstudium. Hochschule Harz geht mit Partnern neue Wege. Die Freunde des FBI. Oder wie es richtig auf Deutsch heißt, des Fachbereichs Automatisierungstechnik Informatik, hatten die Idee, interessierte Schüler der Gymnasien schon während ihrer Schulzeit zu fördern, um so ihr Interesse für ein technisch orientiertes Studium zu wecken. Aus dieser Überlegung heraus wurde ein Projekt entwickelt. Das Projekt hat als Ziel, die Interessen bei den Schülern zu wecken für Technik und für Informatik. Wir wollen, dass in den Schulen der Spaß an Umgang mit Technik und an Informatik bei den Schülern gefördert wird. Und dafür hat die Hochschule Harz über den Verein Freunde des Fachbereichs AI, das ist der Absolventenverein des Fachbereiches, haben wir also Hardware beschafft, was kostenlos für die Schulen zur Verfügung gestellt wird. Und wir werden die Schulen unterstützen, indem wir ihnen über eine Internetplattform die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen. Und wir planen auch bei Bedarf Tutorien hier an der Hochschule zu machen. Den Gymnasien im Landkreis wurde die Teilnahme der Schulinformatik-Arbeitsgemeinschaften an diesem Projekt angeboten. Das Martineum aus Halberstadt, das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium und das Stadtfeld-Gymnasium aus Wernigerode sowie das Gymnasium am Tee aus Blankenburg bekundeten ihr Interesse und nehmen an der Auftaktveranstaltung teil. Den Arbeitsgemeinschaften der Schulen werden kostenlos kleine Mini-PCs und Zubehörteile des Raspberry Pi zur Verfügung gestellt. Das kann natürlich nur durch Sponsoren ermöglicht werden. Die Wernigeröder Stadtwerke Stiftung unterstützt zum Beispiel das Projekt mit 1.160 Euro. Ja, wir als Stadtwerke Stiftung sind ja seit vielen Jahren auch nach Satzung darauf ausgerichtet, zu sagen, wir unterstützen insbesondere im Bereich Bildung, Innovation, technische Bildung, auch hier Antragsteller und Partner, Freunde, Vereine, die in der Stadt bzw. im Landkreis Harz aktiv sind. Und daher war uns das natürlich auch ein Anliegen, hier mit einer nicht so hohen, aber doch mit einer nicht ganz unerheblichen Summe letztlich dann hier dieses Projekt zu unterstützen, was wir sehr begrüßen, insbesondere mit dem Ziel natürlich, die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien an die technischen Berufe zukünftig heranzuführen. Wir wissen, welcher Bedarf da heute besteht und ich glaube, dass da dieses Projekt ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Bei diesem Projekt sollen Technik und Informatik miteinander verknüpft werden. Was der Dekanin Professor Dr. Andrea Heilmann besonders wichtig ist, wäre auch die Erhöhung der Frauenquote im technischen Bereich. Deshalb wird ein Sonderpreis für ein Projekt von Schülerinnen ausgeschrieben. Im Januar 2019 sollen die Arbeitsgemeinschaften ihre Ergebnisse präsentieren
und im zweiten Schulhalbjahr unter Wettbewerbsbedingungen ein freies Projekt bearbeiten. Bei einem sich anschließenden Gang durch die Labore der Hochschule können sich die Gymnasiasten und ihre Betreuer über Beispiele der Verknüpfung von Technik und Informatik informieren. Ob Industrieroboter oder Rennwagen, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Besonders verblüffend sind die schnellen Reaktionen des Rennwagens auf Hindernisse im Parcours. Mit solch einem Versuchsaufbau hat das Hochschulteam bereits an Meisterschaften teilgenommen. Vielleicht animieren auch solche Projekte die Gymnasiasten, später ein Ingenieurstudium aufzunehmen. Hausbau auf einem Friedhof in Halberstadt? Das Neubaugebiet Sonntagsfeld hat mehr zu bieten als gedacht. Das Neubaugebiet im Süden von Halberstadt wächst wirklich rasant an. Viele möchten hier ihr Haus bauen und leben. Verständlicherweise eine schöne und ruhige Gegend mit direktem Blick auf das Schlösschen. Auch wenn dieses früher noch nicht existierte, haben schon die damaligen Menschen den Ort als perfekt zum Leben anerkannt. Denn was hier aktuell unter dem Kommando des Ausgrabungsleiters Dr. Matthias Sopp alles ans Tageslicht kommt, ist erstaunlich. Aufgrund der Funde muss hier vor rund 3600 bis 4300 Jahren eine Art Friedhof entstanden sein. In dem vierten Bauabschnitt sind nämlich bereits 8 Skelette und diverse Grabbeigaben entdeckt worden. Vieles deutet darauf hin, dass es noch mehr zu finden gibt. Besonders interessant macht den Fund, dass alles so gut erhalten ist. Das 5-köpfige Ausgrabungsteam arbeitet hier mit hoher Präzision und einem gewissen Zeitdruck, da sie nur bis Ende Oktober Zeit haben. Denn die Häuslebauer wollen noch dieses Jahr die ersten Schritte in die Wege leiten. Anhand der Gräber lässt sich auch ein damaliges Ritual zur Bestattung erkennen. Denn in jeder Zeit, die man heute Auentitzer Kultur nennt, wurden die Toten mit dem Gesicht in Richtung Osten ausgerichtet, die angewinkelten Beine zeigen nach Norden und die Schädeldecke nach Süden. Deswegen ist die zeitliche Einordnung relativ leicht. Zur weiteren Forschung werden die gefundenen Skelette und Gefäße in das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gebracht. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Das triste Wetter erwartet uns auch am Sonntag. Bereits am Morgen ist bei stärkerem Wind und einer dichten Wolkendecke mit 3 bis 5 Grad zu rechnen. Zum Mittag ändert sich nur die Temperatur auf 7 Grad. Zum Abend ist bei 4 bis 6 Grad mit Regen zu rechnen. Dieser hält sich auch über die Nacht bei höchstens 4 Grad. Der Start in die Woche hält Regen und den gesamten Tag über nur 4 Grad bereit. Kommt nach Halberstadt und entdeckt unsere Schätze. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbel Müller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Hotel Stubenberg. Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de. We'll be right back.
Neu hört man besser. Dank moderner Hörsysteme von ReSound und kompetenter Beratung bei Neumann Hörakustik in Quedlinburg im Weihegarten 1. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Stadtwerke Blankenburg, Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Das Bauhaus gilt als eines der wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und als einer der wichtigsten deutschen Exportschlager. Am Bauhaus Dessau, das weltweit als Ikone der Moderne gilt, wurde das bedeutendste Stück dieser Geschichte geschrieben, die bis heute nachwirkt. Entdecken Sie das kulturelle Erbe der heute noch existierenden architektonischen Zeugnisse dieses Aufbruchs. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele original erhaltene Bauhausgebäude und Stätten der Moderne wie nirgendwo sonst. In Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Leuna, Quedlinburg und zahlreichen anderen Orten können Meilensteine besichtigt werden. Die Jahresausstellung im Bauhaus Dessau über Karl Fieger gibt passende Hintergrundinformationen. www.bauhaus-entdecken.de. Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule. Der Tierschutzpreis 2018 ging auch in den Harz. Landhof Klamroth in Westerhausen freut sich über Platz 2. Stolz präsentiert Christoph Klamroth die Urkunde, die er anlässlich des Welttierschutztages von Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert überreicht bekam. Mit seinem modernen Kuhstall konnte der Westerhäuser die Bewertungsjury überzeugen und belegte jetzt Platz 2 im Wettbewerb zum Tierschutzpreis. Bereits im Frühjahr hatte die Ministerin den Preis ausgelobt, worauf sich der Jungbauer, der insgesamt 140 Milchkühe hält, bewarb. Bei einer Präsentation und einem Rundgang konnte er dann die Fachjury überzeugen, dass er beispielhaft Maßnahmen zur Schaffung unterschiedlicher Funktionsbereiche in der Haltung der Tiere umgesetzt hat und so auch für das artgerechte Tierwohl sorgt. Unter anderem durch Liegeboxen, die er nach Vermessung der Tiere angepasst hatte. Ja, für uns ist es natürlich erstmal eine schöne Anerkennung, da einen zweiten Platz bekommen zu haben.
eine schöne Anerkennung, dass sie würdigt wird, dass man sich viel Mühe gibt, mit den Tieren vernünftig umzugehen und auch diese bautechnischen Sachen, die wir hier verbaut haben, dass das gewürdigt wird und dass die Jury das auch gesehen hat, dass das den Tieren hier im Stall gut geht. Das war für uns sehr wichtig, dass das auch andere anerkennen. Schön war es auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich zum Thema Tierwohl sehr viel Mühe geben, sondern dass es auch andere Betriebe geht, die da auch viel dran arbeiten. Denn es ist ja oft so, dass die Landwirte in dunkles Licht, wenn ein schwarzes Schaf gibt, wird ja der ganze Berufsstand immer in Bedrohung gezogen. Und das ist schön, dass es auch mal andere Beispiele gibt, die auch für Tierwohl viel machen und dafür viel Arbeit nehmen und sich viel Mühe damit geben. Urkunde und ein Preisgeld von 1.300 Euro sind aber kein Grund zum Zurücklehnen, denn der Westerhäuser sieht noch weiteres Potenzial. Potenzial gibt es, glaube ich, immer. Ne? Es gibt immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann, was man anders machen kann. Ein Ansporn ist es natürlich, vor allem als der zweite Platz war. Der erste wäre natürlich noch besser gewesen. Es ist dadurch schon ein kleiner Ansporn. Aber zum Zweiten wollen wir natürlich auch, dass es den Tieren gut geht und sind da bestrebt, immer wieder uns weiterzuentwickeln und an Forschungssachen teilzunehmen, um zu sehen, was ist gut für das Tier. Und wir wollen uns nichts vormachen, wenn es dem Tier gut geht, geht es auch uns gut, weil je besser sie sich fühlt, desto mehr Milch produziert sie, desto länger lebt sie. Und das ist für uns natürlich das A und O. Wir sind gerade dabei, im alten Stall noch Umbaumaßnahmen vorzunehmen, um das Tierwohl da zu verbessern. Und in ferner Zukunft, wenn der Milchpreis sich einpegelt und auf einem normalen, guten Stand ist und die Dürre irgendwann nicht mehr einzieht, ist auch geplant, nochmal einen neuen Kälberstall zu bauen. Das Tierwohl und auch die moderne Technik, wie zum Beispiel die Melkroboter hier im Stall, sind übrigens auch Aspekte für die Nachwuchsgewinnung in den landwirtschaftlichen Betrieben. Wenn man moderne Technik hat und einen modernen Stall, ist es natürlich schon so, dass vor allem junge Leute, die Landwirt lernen wollen, lieber auf etwas modernere Betriebe gehen wollen, wo auch ein bisschen moderne Technik und es sauberer ist, gerne gehen. Das merken wir schon. Wir haben eigentlich, wir hier auf dem Betrieb, wenig Probleme, Auszubildende zu finden. Wir haben jetzt aktuell 2 Auszubildende und im Winter kommt der 3. dazu. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Leute hoffentlich, was mich auch sehr freuen würde, gerne hier arbeiten, weil wir arbeiten gerne mit den Leuten zusammen und uns ist das wichtig, dass es ihnen auch bei uns gefällt. Ne? Einmal im Jahr ist der Landhof wohl auch deshalb immer Anziehungspunkt für interessierte Besucher aus der Region zum Tag des offenen Hoftores. Käffchen und geschichtlicher Plausch mit einer Führung durch das zukünftige Kaffeemuseum. Das Café Löper ist für ihren besonders leckeren Kaffee und das tolle Ambiente des Ladens nicht nur in Halberstadt bekannt. Die kleine Rösterei lädt Gäste auf einen ganz besonderen Kaffeegenuss ein. Das Rösten der Kaffeebohnen passiert direkt vor den Augen der Gäste. Hier gibt es vom normalen Kaffee bis hin zu Spezialkreationen alles. Doch das reicht dem Unternehmer Steven Löper nicht. Die Kaffeegeschichte, die auch Wurzeln in Halberstadt besitzt, möchte er seinen Kunden näher bringen. Um das zu verwirklichen, soll gegenüber des Kaffees ein Museum entstehen. Wenn es um Geschichte in Halberstadt geht, dann trifft man zwangsläufig auf den Namen Werner Hartmann. Der Halberstädter Ehrenbürger ist Historiker aus Leidenschaft und das seit über 70 Jahren. Der 95-Jährige traf sich mit dem RFH-Geschäftsführer und Steven Löper auf eine Tasse Kaffee. Er kann sich auch ganz genau an die bekannte Kaffeerösterei Büttner in Halberstadt vor dem Krieg erinnern. Hier war ein riesiges Kaffee-Versandgeschäft, ein Großhandelsgeschäft. Die haben wir also mehrere Filialen gehabt in Halle und in Berlin. Und die haben also, weiß ich, wie viele Tonnen Kaffee geröstet worden ist. Und die ganze Stadt duftete, wenn die rösteten, nach Kaffee. Den Geruch habe ich heute noch in der Nase. War ein tolles Geschäft, innen wunderbar ausgestattet. Und an der Seite stand dran zum Beispiel, das ist das Ware, vor Gottes Geld, gute Ware. Hat man denn damals schon viel Kaffee eigentlich getrunken und konnte man sich den leisten? Naja, wir haben zu Hause auch Kaffee getrunken, meine Eltern. Aber die Masse der Bevölkerung wahrscheinlich nicht, weil der etwas teurer war. Aber es wurde schon Kaffee getrunken, freilich.
Steven Löper sammelt schon über eine längere Zeit Antiquitäten aus der Kaffeegeschichte. War immer die Frage, was man aussortieren musste. Also ich habe das zum Beispiel auch drüben noch gemacht, dass ich hier den gerösteten Kaffee reingemacht habe. Und dann hat man sich hingesetzt wie an einer Nähmaschine. Und dann lief das Band, hier kam der Kaffee und dann hat man halt alles, was schlecht war, an Bohne hat man dann hier reingepackt und alles andere ist dann unten in den Behälter reingelaufen. Ja. Und das war sehr, so wird heutzutage noch in kleinen Röstereien der Kaffee aussortiert. Ja. 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 So war das. Und das ist auch noch ein ganz altes Modell, was ich auch da im Lager mit dem Röster zusammen erworben habe. Kennst du den Herrn Werner Hartmann? Ja, von Anfang an eigentlich. Ich habe ja vor 11 Jahren im Mai hier eröffnet in der Vogtei. Und Herr Hartmann war natürlich schon ein Name, den man kannte. Und an Herrn Hartmann kommt man nicht vorbei, wenn man gerne so ein paar alte Sachen haben möchte, was jetzt Bilder sind, gerade Geschichte Büttner, Schmidt, alles was so die Kaffeegeschichte Halberstadt betrifft. Da ist natürlich Herr Hartmann derjenige, den man fragen muss. Ja, ihr habt auch sehr viele Sachen von der Kaffeerösterei Büttner. Und der Hartmann gehört zu den wenigen älteren Halberstädtern, die das tatsächlich noch live erlebt haben, dieses berühmte Kaffeehaus. Konnte er euch denn so noch ein paar Tipps geben? Na, wir haben auf jeden Fall lange zusammengesessen auf eine Tasse Kaffee und er hat uns Bilder gezeigt, hat uns viele Sachen, die man halt vielleicht vorher nicht wusste, erzählt. Und es war sehr interessant. Natürlich ist auch Werner Hartmann sehr interessiert an der historischen Sammlung von Steven Löper. Neugierig und gespannt wirft er einen Blick auf die Raritäten. Ja, Herr Hartmann, Sie kennen sicherlich viele schöne Orte in Halberstadt. Wussten Sie denn, dass es hier auch einen Ort gibt mit so vielen alten Geräten? Nein, habe ich nie gewusst. Bin beeindruckt von dieser ganzen Sammlung von Dingen, die hier aufgebaut werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich wirklich doch in ein Museum draus würde. Einige Gegenstände bedarfen vor der Ausstellung noch eine Restauration. Vor allem die antiken Röster. Einer davon ist noch aus der Kaffeerösterei Büttner. Also wir sind ja schon etwas länger dabei, den alten Röster hier aufzubauen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr schon mal einen Fortschritt sehen, dass der Röster läuft. Und also 1 bis 2 Jahre werden wir, denke ich mal, noch daran arbeiten. Sobald die beendet ist, kann sich jeder ein Bild von der Kaffeegeschichte in Halberstadt machen. Dieses Stück Geschichte kennen nur noch die wenigsten in Halberstadt. Werner Hartmann zum Beispiel durch sein Hobby als Stadthistoriker. Als ich aus dem Krieg nach Hause kam, war die Stadt ein einziger Trümmerhaufen. Und ich war 10 Jahre TBC-krank, Tuberkulose-krank. Und da habe ich Langeweile gehabt. Da habe ich mich bemüht, die Stadtgeschichte zu erforschen, indem ich Bücher gelesen habe und Interviews geführt habe mit einigen Leuten, die das noch kannten, das alte Halberstadt. Und so bin ich drauf gekommen. Mache das seit 70 Jahren schon ungefähr. Mit 95 Jahren noch so fit zu sein, ist toll. Dafür hält der Geist und Körper stets in Bewegung. Mir geht es gerade ganz gut. Der Kopf ist vollkommen klar. Die Beine aber nicht mehr so richtig. Aber ich bin ja 95 Jahre alt und das ist kein Wunder. Ich halte mich körperlich und geistig frisch, indem ich jeden Tag lese. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Alles Mögliche, geschichtliche Geschichten oder historisches oder sonst wie. Und ich rätsele viel und gehe jeden Tag spazieren. Und dann lebe ich mäßig, aber regelmäßig, sehr gut, aber sehr mäßig. Das ist mein Lebensdevise. Der Stadthistoriker wünscht sich, dass das Museum bald eröffnet wird. Dann kommt Werner Hartmann bestimmt auch nicht nur auf eine Tasse Kaffee wieder. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Musik.
Besser Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Ganz in deiner Nähe bringen wir die Zukunft zu dir nach Hause. Wir von Heuer und Sack bringen euch schnelles Internet, Fernsehen und Telefon. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi-Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi-Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi-Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Das etwas andere Begrüßungsgeschenk. Eine Jahreskarte des Wernigeröder Bürgerparks. Im Wernigeröder Harzklinikum bringen jährlich 240 bis 250 Frauen ihre Kinder zur Welt. Bisher erhielten diese ein kleines Wernigerode-Buch als Willkommensgeschenk. Bereits 163 Mal wurde es in diesem Jahr vergeben. Dann war die Auflage vergriffen und eine neue Idee wurde geboren. Ja, bisher hat es ein Buch gegeben für die Neugeborenen und wir haben einfach mal überlegt, was kann man Neues machen. Und der Bürgerpark ist so beliebt in Wernigerode unter den Wernigeröderinnen und Wernigerödern, dass wir gedacht haben, so eine Dauerkarte in diesem Park wäre etwas Tolles für die Mamas mit Neugeborenen und deswegen haben wir es einfach probiert. Haben Sie in diesem Jahr schon welche ausgegeben? Wir haben schon ein paar ausgegeben, es hat schon angefangen und es wird sich natürlich im nächsten Jahr dann in der Sommersaison fortsetzen. Die Jahreskarte für eine Saison im Bürgerpark kostet normalerweise 15 Euro für einen Erwachsenen. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Jeder frisch gebackenen Wernigeröder Mutter wird seit kurzem nun solch eine Karte überreicht. Bei Zwillingen erhalten sie natürlich zwei geschenkt. Die in diesem Jahr vergebenen Karten sind auch für die Saison 2019 gültig. Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes für Familien und hält ganz viel Spaß und Interessantes, Tiere, Spielplätze und ganz wunderbare Orte des Rückzuges und der Schattenspender und der Gärten vor. Es gibt einfach ein großes Spektrum, dass die Familien sich hier nur wohlfühlen können. Und die interessantesten Orte sind natürlich für Kinder, sind die Tiere, sind die Spielplätze, ganz viele Kleinigkeiten. Also neben dem Miniaturpark natürlich, selbst hier dieser Ort, wie Sie sehen, das ist etwas ganz Kleines. Und da gibt es zwei im Fachwerkstil gebaute kleine Häuschen. Jeder kann sich dafür etwas ausdenken, was er gerne darin spielen möchte. Der Wernigeröder Bürgerpark ist immer einen Besuch wert. Und das die ganze Saison über, von Ostern bis zum November. Er entstand anlässlich der Landesgartenschau 2006. Eine alte Deponie wurde renaturiert und mit über 80 Themengärten gestaltet. Der Park ist mit seinen Teichen und großen Wiesenflächen ein idealer Ort zum Spazierengehen. Und selbst Ende Oktober fasziniert er noch durch seine Laubfärbung und blühenden Stauden. Ja, wir haben eine sehr erfolgreiche Saison hinter uns, ganz entgegen dem Trend, der ja eigentlich durch die Hitze Parkanlagen nicht gerade begünstigt hat. Aber wir liegen jetzt so bei 104.000 Gästen und es kommen ja noch ein paar, wir haben ja noch ein paar Tage offen. Also es war eine sehr erfolgreiche Saison für uns und wir haben uns sehr gefreut, dass die Gäste uns da die Treue gehalten haben und die vielen schattigen Plätze, die wir im Park bei der Sonne geboten haben, auch genutzt haben. Die jungen Mütter bekommen eine Dauerkarte. Wie viele Dauerkartenbesitzer
Wissenschaftler, wie viele Dauerkarten verkaufen Sie denn so pro Jahr? Ja, wir haben etwa 950 Dauerkarten in diesem Jahr verkauft. Das ist schon relativ viel. Jetzt kommen dann vielleicht nochmal 250 im nächsten Jahr dazu. So hoffen wir jedenfalls, dass so viele Kinder geboren werden in Wernigerode. Das ist für uns einfach toll, weil der Park natürlich ein klassischer Familienpark ist. Der bietet ganz, ganz viele Angebote, gerade für junge Mütter mit kleinen Kindern. Tolle Rasenflächen, tolle Spielplätze für kleine Kinder. Es gibt keine Fahrradfahrer, es gibt keine Hunde auf dem Gelände. Ist auch nicht ganz unerheblich wichtig für die Mütter dann am Ende auch, dass sie ihre Kinder überall hinlaufen lassen können. Ja, und da freuen wir uns sehr drüber. Besonders beliebt sind von jungen Familien die zahlreichen Plätze, die viel Raum zum Klettern, Toben und kreativen Spielen geben. Hier ist für jedes Kind etwas dabei. Auch das Beobachten der Tiere ist immer wieder ein Highlight. Die Ziegen klettern bis zur Turmspitze, um sich am Grünfutter zu laben. Die Esel und die Hängebauchschweine sind da etwas träger, aber auch sie werden von den Kindern gern beobachtet. Für alle Besucher ist der Bürger und auch der Miniaturenpark immer ein attraktives Ausflugsziel. Saisonende ist in diesem Jahr der 4. November. Wer noch einmal einen Blick in den Park werfen will, der sollte sich beeilen. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Auch 2018 startet der Harzer Köhlerlauf. Am Samstag, dem 27. Oktober, können Läufer aus allen Altersklassen Laufstrecken zwischen 400 Metern und 10 Kilometern belaufen. Ab 11 Uhr starten die Läufe im Verlauf des Vormittags. Rund um die Harzköhlerei Stemberghaus, nahe der B81 Richtung Hasselfelde, werden die Strecken entlang führen. Alle Teilnehmer sind recht herzlich zu einem Besuch im Köhlereimuseum eingeladen. Wernigerode verwandelt sich wieder in eine Schokoladenerlebniswelt. Vom 31. Oktober bis 4. November ist Deutschlands größtes Schokoladenfestival, die Schokolart, wieder zu Gast in der bunten Stadt. Stände exklusiver Schokolatiers und Manufakturen aus unterschiedlichen Ländern bieten alles rund um die süße Versuchung. Entdecken Sie bei Pralinenkursen und außergewöhnlichen Getränken, bei schmackhaften Schokoladenmenüs und kulturellen Angeboten die Vielfalt der Schokolade. Alle Veranstaltungen auf einen Blick unter www.schokolart-wernigerode.de. RFH präsentiert Kabarett Genial im November. Meine Meinung ist gut und moralisch. Deine Meinung ist schund und bestialisch. Denn hat man eine Meinung, muss man sie sagen. Und anderer Meinung gehört stets zerschlagen. Andere Meinungen schimpfen und schmähen. Und Gebärmutter als Entzündung. Sechs Beine hat der Elefant. Er wird auch Missgeburt genannt. Sein Rüssel ist stets angespannt. Er rennt im Stehen gegen eine Wand. Noch einen Taler hilft mir doch. Wer pumpt mir noch? Wer pumpt mir noch? Das etwas andere Kabarett im November in Quedlinburg und Wernigerode. Ja, herzlich willkommen zur wahrhaft schwachen Late Show. Er fiel aus allen Wolken, war wie überfahren, dass seine neue Freunde Satanisten waren. Er blickte nach draußen, er konnte es schaffen. Sie achten nicht auf ihn und haben keine Waffen. Wahrhaft schwach, das sind wir alle. Macht euch nicht die Hose nass. Schämt euch nicht für euren Körper, den euch Gott, der Herr, verpasst.
tragt mit Freude die Visage, mag sie auch so hässlich sein. Krumme Beine, schiefe Zähne, einerlei, wen kümmert das? Ist die Welt, auf der wir leben, nicht sehr fad, obgleich sehr groß? Wären nicht die wahrhaft Schwachen, wär auf Erden gar nichts los. Drum erhebt mit uns die Gläser, habt ihr kein Sinn, das Gesäß? Patscht ein bisschen in die Hände, dann gibt's Bier im Glas. Ticketinfos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de. Jetzt Tickets sichern für die Jahresabschlusskonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2018 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble